Ich bin in Zürich geboren. Meine Mutter kam aus Irland und mein Vater aus Österreich. Und ich wohne jetzt in Österreich. Ich habe an der Universität Edinburgh in Schottland studiert. Und ich habe auch für ein medizinisches Journal gearbeitet und bin dann in der, habe angefangen zu berichten über medizinische, wissenschaftliche Themen für British Medical Journal, Nature und so weiter und so weiter. Und dann bin ich bei erneuerbaren Energien gelandet. Als ich in Wien im Februar aufmerksam gemacht gewesen bin auf einen Vorfall, wo Baxter, das Pharmaunternehmen, 72 Kilo Impfstoff mit einem lebenden Vögelgrippevirus verseucht hat und dann 16 Labors verschickt hat und dadurch fast eine Pandemie ausgelöst hat. Das hat mich zu diesem gesamten Thema gebracht und ich habe geforscht und gesehen, dass vieles nicht in dem Mainstream-Media berichtet wird. Das überrascht mich gar nicht. Durch meine Erfahrung in, als Journalist oder in diesem Medien habe ich gesehen, wie viel ausgeschlossen wird, wie wenig Leute erfahren von sehr, sehr wichtigen Themen, wie systematisch und durchgehend die Kontrolle der Mainstream-Media ist. Also das ist ein Grund, warum ich dann selber eine Website mit Hilfe von Johann aufgestellt habe und den Versuch gemacht habe, durch andere Wege Leute über diesen Sachverhalt zu informieren. Es ist für die Schweiz sehr, sehr wichtig, ich glaube. Die Situation ist, dass die Schweiz auch die gleiche internationale Gesundheitsvorschriften von der Weltgesundheitsorganisation übernommen hat wie alle anderen Mitgliedstaaten, also alle anderen 194 Mitgliedstaaten. Und im Grunde genommen durch diese Vorschriften hat die Weltgesundheitsorganisation den Umfang ihrer Macht über den Schweiz enorm erweitert. Diese Vorschriften bilden die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen, die auch die Schweizer Regierung jetzt ergreifen wird im Fall einer Pandemienotfall, wie es jetzt angeblich ist. Also diese internationale Gesundheitsregelungen, Vorschriften sind im Juni 15.2007 hier in Kraft getreten. Es ist so, dass auch, und das gilt auch jetzt für die Schweiz, ein Krisenstab wurde gebildet. Und diesen Krisenstab, ich glaube, ist dann der Bundesministerium für Inneres angesiedelt. Und dieses Bundesministerium für Inneres hatte enorme Mächte. Es kann mehr oder weniger schalten, walten, wie es will. Es kann Erlasse morgen verkünden, die Grundrechte sogar beschneiden. Und das ist jetzt in Belgien passiert. Also ich glaube, Montag ist das Parlament suspendiert gewesen und wichtige Zivilrechte sind jetzt beschnitten gewesen aufgrund dieser Pandemie-Notfall. Unglaublich, wie das klingt, ist das tatsächlich passiert. Und ein belgischer Anwälte haben gesagt, wir sind jetzt fast in einer Diktatur. Und es gibt keine Rechtfertigung für solche drakonische und drastische Maßnahmen. Also das sind jetzt nicht nur theoretische Gesetzgrundlagen, sie werden jetzt aktiviert und angewendet. Es ist so, dass in der Schweiz auch die Gesundheitsdiensten und die Polizeidiensten, die Sicherheitskräfte, können von dieser Sonderkommission bemächtigt werden und sie müssen dann bestimmte Sachen durchführen. Und dazu kann es auch zu Zwangsimpfungen kommen und Zwangsquarantäne. Das ist wirklich eine Möglichkeit von dem Gesetz her in der Schweiz und es steht explizit in der Pandemie. Plan von der Schweiz. Wenn man ganz am hinten schaut, sieht man einen Satz, wo es ganz explizit sagt, dass physische Macht ist eine Möglichkeit, wenn es kommt zu Impfung und Quarantäne und so weiter. Also nominal geht es hier um Gesundheitsfragen, aber Sie können sehen, in Wirklichkeit ist das verbunden mit wichtigen politischen und finanziellen Fragen. Ist es so, dass die Weltgesundheitsorganisation hat schon im Juni diese Pandemie-Notfallstufe oder Phase 6 ausgerufen, die diese ganz schweren Folgen für jedes Land haben.
Also das schaffen eine Sonderkommission und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, in Belgien hat man schon, ist dieser Krisenstab, die Befehle von der Weltgesundheitsorganisation befolgt, schon die regierende Organ jetzt in dem Staat. Das ist auch insofern in der Schweiz, wie gesagt, von Bedeutung. Soweit wie ich weiß, ist dieser Krisenstab schon eingerichtet und es ist bereit, auch diese Macht zu übernehmen. Das Impfstoff ist schon bestellt, ich glaube 13 Millionen Dosen, also ausreichend für die gesamte Bevölkerung. Und ich glaube, das Heer würde schon mit diesem Impfstoff zum Teil beliefert. Es ist hier eine Ausnahmesituation. Normalerweise geht der Impfstoff von der Arzt und dem Spital also und so weiter. Aber in diesem Pandemie-Notfall geht das Impfstoff an dem Heer. Und in Schweden und anderen Ländern sind die Polizei und die Militär, die dieses Impfstoff überwachen, lagen in ihr Kasernen und so weiter. Also der Zugang zum Impfstoff wird sehr beschränkt. Ich glaube, alles sozusagen ist jetzt in Vorbereitung. Auch Impfzentren, soweit wie ich weiß, werden jetzt langsam hergerichtet in der Schweiz, obwohl sie noch nicht zum Verwenden kommen werden. Es ist sehr wichtig zu verstehen in diesem Zusammenhang, dass dieses Pandemie-Virus, dieses Schweinegrippe-Virus, ist eigentlich kein natürlicher Virus und ist nicht aus einem natürlichen Prozess entstanden. Es ist eigentlich von einem US-Biowissenschaftler, Jeffrey Taubenberger, in einem Labor, in the Army Institute for Pathology, überhaupt rekonstruiert oder konstruiert. Er ist 1996 nach Alaska gegangen und er hat da ein Opfer der spanischen Pandemie von 1918-1919 ausgegraben. Diese Leichnam war in dem Eis gefroren und er hat dann ein Gewebe aus der Lunge genommen, die genetische Code dann im Labor rekonstruiert und dann er hat versucht, diese Virus immer gefährlicher. Also ich bin in Zürich geboren, meine Mutter kam aus Irland und mein Vater aus Österreich. Und ich wohne jetzt in Österreich. Ich habe an der Universität Edinburgh in Schottland studiert und ich habe auch für ein medizinisches Journal gearbeitet und bin dann habe angefangen zu berichten über medizinische wissenschaftliche Themen für British Medical Journal, Nature und so weiter und so weiter. Und dann bin ich bei erneuerbaren Energien gelandet, als ich in Wien im Februar aufmerksam gemacht gewesen bin auf einen Vorfall, wo Baxter, das Pharmaunternehmen, 72 Kilo Impfstoff mit einem lebenden Vögelgrippevirus verseucht hat und an 16 Labors verschickt hat und dadurch fast eine Pandemie ausgelöst hat. Das hat mich zu diesem gesamten Thema gebracht und ich habe geforscht und gesehen, dass vieles nicht in dem Mainstream-Media berichtet wird. Das überrascht mich gar nicht. Durch meine Erfahrung als Journalist oder in diesen Medien habe ich gesehen, wie viel ausgeschlossen wird, wie wenig Leute erfahren von sehr, sehr wichtigen Themen, wie systematisch und durchgehend die Kontrolle der Mainstream-Media ist. Also das ist ein Grund, warum ich dann selber eine Website mit Hilfe von Johann aufgestellt habe und den Versuch gemacht habe, durch andere Wege Leute über diesen Sachverhalt zu informieren. Es ist für die Schweiz sehr, sehr wichtig, ich glaube. Die Situation ist, dass die Schweiz auch die gleiche internationale Gesundheitsvorschriften von der Weltgesundheitsorganisation übernommen hat wie alle anderen Mitgliedstaaten. Also alle anderen 194 Mitgliedstaaten. Und im Grunde genommen durch diese Vorschriften hat die Weltgesundheitsorganisation den Umfang ihrer Macht über den Schweiz enorm erweitert. Diese Vorschriften bilden die gesetzliche Grundlage für Maßnahmen, die auch die Schweizer Regierung jetzt ergreifen wird im Fall einer Pandemienotfall, wie es jetzt angeblich ist. Also diese internationale Gesundheitsregelungen, Vorschriften sind im Juni 15. 2007 hier in Kraft getreten. Es ist so,
dass auch, und das gilt auch jetzt für die Schweiz, ein Krisenstab würde gebildet. Und diesen Krisenstab, ich glaube, ist dann der Bundesministerium für Inneres angesiedelt. Und dieses Bundesministerium für Inneres hatte enorme Mächte. Es kann mehr oder weniger schalten, walten, wie es will. Es kann Erlasse morgen verkünden, die die Grundrechte sogar beschneiden. Und das ist jetzt in Belgien passiert. Also ich glaube, Montag ist das Parlament suspendiert gewesen und wichtige Zivilrechte sind jetzt beschnitten gewesen aufgrund dieser Pandemie-Notfall. Unglaublich, wie das klingt, ist das tatsächlich passiert. Und ein belgischer Anwälte haben gesagt, wir sind jetzt fast in einer Diktatur. Und es gibt keine Rechtfertigung für solche drakonische und drastische Maßnahmen. Also das sind jetzt nicht nur theoretische Gesetzgrundlagen, sie werden jetzt aktiviert und angewendet. Es ist so, dass in der Schweiz auch die Gesundheitsdiensten und die Polizeidiensten, die Sicherheitskräfte können von dieser Sonderkommission bemächtigt werden und sie müssen dann bestimmte Sachen durchführen. Und dazu kann es auch zu Zwangsimpfungen kommen und Zwangsquarantäne. Das ist wirklich eine Möglichkeit von dem Gesetz her in der Schweiz und es steht explizit in der Pandemie. Plan von der Schweiz. Wenn man ganz am hinten schaut, sieht man einen Satz, wo es ganz explizit sagt, dass physische Macht ist eine Möglichkeit, wenn es kommt zum Impfung und Quarantäne und so weiter. Also nominal geht es hier um Gesundheitsfragen, aber Sie können sehen, in Wirklichkeit ist das verbunden mit wichtigen politischen und finanziellen Fragen. Es ist so, dass die Weltgesundheitsorganisation hat schon im Juni diese Pandemie-Notfallstufe oder Phase 6 ausgerufen, die diese ganz schweren Folgen für jedes Land haben. Also das schaffen eine Sonderkommission und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, in Belgien ist diese Krisenstab, Befehle von der Weltgesundheitsorganisation befolgt schon die regierende Organ jetzt in dem Staat. Das ist auch insofern in der Schweiz, wie gesagt, von Bedeutung. Soweit wie ich weiß, ist dieser Krisenstab schon eingerichtet und es ist bereit, auch diese Macht zu übernehmen. Das Impfstoff ist schon bestellt, ich glaube 13 Millionen Dosen, also ausreichend für die gesamte Bevölkerung. Und ich glaube, das Heer würde schon mit diesem Impfstoff zum Teil beliefert. Es ist hier eine Ausnahmesituation. Normalerweise geht der Impfstoff an den Arzt, an dem Spital also und so weiter. Aber in diesem Pandemie-Notfall geht das Impfstoff an den Heer. Und in Schweden und anderen Ländern sind die Polizei und die Militär, die dieses Impfstoff überwachen, lagen in ihr Kasernen und so weiter. Also der Zugang zum Impfstoff wird sehr beschränkt. Ich glaube, alles sozusagen ist jetzt in Vorbereitung. Auch Impfzentren, soweit wie ich weiß, werden jetzt langsam hergerichtet in der Schweiz, obwohl sie noch nicht zum Verwenden kommen werden. Es ist sehr wichtig zu verstehen in diesem Zusammenhang, dass dieser Pandemie-Virus, dieses Schweinegrippe-Virus, ist eigentlich kein natürlicher Virus und ist nicht aus einem natürlichen Prozess entstanden. Es ist eigentlich von einem US-Biowissenschaftler Jeffrey Taubenberger in einem Labor, in the Army Institute for Pathology, überhaupt rekonstruiert oder konstruiert. Er ist 1996 nach Alaska gegangen und er hat da ein Opfer der spanischen Pandemie von 1918-1919 ausgegraben. Diese Leichnam war in dem Eis gefroren und er hat dann ein Gewebe aus der Lunge genommen, die genetische Code dann im Labor rekonstruiert und dann er hat versucht, dieses Virus immer gefährlicher zu machen mit verschiedenen Experimenten und so weiter. Und das allergefährlichste Virus, das sie geschaffen haben, war der sogenannte Vögelgrippe-Virus. Das ist der H5N1. Also das ist ein künstlicher Bio
Virus. Es ist keine, es ist nichts mit Vögeln zu tun. Es wird nur so suggeriert, wie die Schweinegrippe-Virus mit Schweine etwas zu tun hat, aber es hat nichts mit Schweinen zu tun. Die Todesrate für dieses Virus ist sehr, sehr hoch. Also es ist über 90%. Aber dieses Virus ist nicht übertragbar, nicht leicht übertragbar von Mensch zu Mensch. Es wird dann nur leicht übertragbar, wenn es mit saisoneller und normaler Grippe vermischt wird. Dann wird es wirklich zu einem pandemischen Biowaffen. Nun, interessanterweise hat Baxter, diese US-Pharmaunternehmen mit Sitz in Chicago oder Illinois, wo Obama auch Senator ist, hat eine sehr, sehr gefährliche Version dieses Virus patentiert. Und man fragt sich, warum patentieren sie sowas? Aber sie haben es patentiert und man kann das Patent anschauen. Und es ist auch möglich, es ist nicht ganz klar, dass Baxter Geld bekommt für diese sogenannte Black Ops, die die verschiedene die CIA und die US-Regierung durchführt, um Biowaffen zu entwickeln. Zumindest in 2003 hat Senator Jay Rockefeller ein Gesetz erlassen, Senate Bill 666, ja, zu biologischen und chemischen Kampfstoffen erlassen, wonach Pharmaunternehmen Geld von der öffentlichen Hand, von der Regierung bekommen, um Biowaffen zu entwickeln. Und eine Sparte dieser Biowaffen sind die Impfstoffe. Also man muss einen Weg finden, Biowaffen an die Leute zu liefern. Und natürlich das Impfen ist eine Art und Weise, toxische Sachen an Leute zu geben. Also interessanterweise sind die Impfstoffe von Novartis und auch GlaxoSmithKline als Biowaffen tatsächlich klassifiziert nach der US- und europäischen Regulationen. Wenn man nachschaut, sieht man, dass diese Pandemie-Impfstoffe ist als Biowaffe klassifiziert. Also und dann, wie ich Ihnen am Anfang erwähnt habe, im Februar hat Baxters Tochtergesellschaft da in Österreich, in Orten der Donau, fast eine Pandemie ausgelöst. Es hat diese gefährliche Vögelgrippe-Virus mit einer über 60% Todesrate mit saisonale, normale Grippenstoff vermischt. Zwar 72 Kilo. Und es hat es dann an 16 Labors weggeschickt. Labors in Österreich, Deutschland, Tschechische Republik und Slowenien. Und mit einem falschen Etikett. Soweit wie ich das rekonstruieren kann, wenn Leute dieses Impfstoff genommen hätten, würden sie an den Impfstoff natürlich erkrankt gewesen und es hätte eine Vögelgrippe-Pandemie ausgelöst. Diese Vögelgrippe-Virus oder die genetische Code, das Baxter benutzt hat, um es zu schaffen in ihrem Labor, würde von der Weltgesundheitsorganisation an Baxter gegeben. Also, und das ist, sagt Baxter selber. Also es gibt alles, sozusagen, sagt es in offizielle Quellen. Nun, das hätte kein Zufall sein können, denn in Baxters Labor müssen sie Biosicherheitsrichtlinien Stufe 3 anwenden, wenn sie mit einem Vögelgrippevirus forschen. Das ist auch nach den europäischen Gesetzgrundlage. Das bedeutet, dass man so ein Virus in ein ganz getrennte Zimmer behalten muss, mit doppelter Türe, elektronischer Code, Sonderkleidung und negativer Druck, sodass es nicht einmal über das Luftzirkulation hinauskommt. Also es ist absolut mehr oder weniger unmöglich, das Zeug mit 72 Kilo normaler Impfstoff zu vermischen. Und es ist auch unmöglich, dieses Material unbestrahlt aus dem Labor einfach das an GlaxoSmithKline, Beechen und Sanofi, die einen riesigen Profitgewinn machen werden aus diesem Impfempfehlung. Wenn man bedenkt, 4,9 Milliarden Dosen, vielleicht 10, 20 Dollar oder Euro pro Dose, kann man schon sehen, wie viel Geld diese Leute nur aus diesem Impfstoffaktion bekommen werden. Das Problem mit dem Impfstoff ist, dass es ganz neu ist und es ist ganz unerprobt und unertestet. Es beinhaltet Sachen, die man wissen schädlich sind, auch Schwermetalle wie Thiomersal, also Merkur, ein lebender Virus und Adjuvants. Und diese
ein Öl-in-Wasser-Adjuvant Squalene ist verantwortlich für den Schaden, dass viele Tausende, vielleicht sogar Hunderte Tausende US- und UK-Soldaten bekommen haben, wenn sie mit dem Anthrax-Impfen während dem Irakkrieg geimpft würden. Und in diesem Impfstoff, das jetzt uns verabreicht werden soll, sind Mengen, die 60.000 Mal größer sind. Also das soll uns verabreicht werden. Das ist noch illegal in der USA, in der UK. Es ist, keine klinischen Testen würden durchgeführt. Und die European Medicine Agency, the European Medicines Agency, die verantwortlich ist für die Kontrolle von diesem Impfstoff, versucht nicht einmal zu lügen oder zu heucheln. Wenn man ihre Dokumente anschaut, sagen sie ganz eindeutig, dieser Impfstoff wird nicht einmal auf Sicherheit und Wirksamkeit geprobt, bevor es an die Leute weitergegeben wird. Diese Testen werden nach der Verabreichung des Impfstoffs durchgeführt. Das kann man auf dem Lesen, auf dem Dokument. Sie sagen, es gelten Sonderpandemieregeln, welche die üblichen Sicherheitsmaßnahmen außer Kraft setzen. Also ein ganz neues Verfahren wird speziell eingeleitet, nur um dieses Zeug auf den Markt bringen zu dürfen, was unter normalen Umständen verboten sein würde. Wir werden im Grunde genommen ein biologisches Experiment ausgesetzt. Ja? Denn wenn man Leute, eine Bevölkerung in großen Maßnahmen oder Orden ein nicht erprobter Stoff verabreicht, dann ist das im Grunde genommen ein Experiment. Und solche biologische Experimente sind eigentlich verboten nach dem internationalen Grundgesetzlage. Nun, besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass schwangere Frauen und Kinder sollen dieses Impfstoff verabreicht werden. Es stimmt, dass es gibt einige ganz schnelle klinische Studien, die jetzt stattfinden, aber diese klinischen Studien werden ausnahmslose auf gesunde Erwachsene durchgeführt, also schwangere Frauen und Kinder sind ausdrücklich ausgenommen von den klinischen Studien. Also, und Adjuvanten sind ausgenommen von den klinischen Studien. Also was jetzt klinisch getestet wird, hat wenig gemeinsam mit dem, was wir eigentlich bekommen werden. Also es ist so, dass diese Adjuvanten werden als Aufputschmittel uns verkauft. Aber sie sind nicht Aufputschmittel. Es gibt eine ganz solide wissenschaftliche Beweise, dass sie gefährlich sind und großen Schaden verursachen. Es ist nach und nach mehr und mehr klar, dass die Weltgesundheitsorganisation von den finanziellen Interessen von Pharma und Banken und so weiter und die Leute, die die Weltgesundheitsorganisation finanzieren, geleitet werden. Besonders Fachkräfte im Gesundheitswesen sind über diesen Impfstoff besorgt. Eine neue Umfrage hat herausgestellt, dass 65% der Krankenschwestern in Frankreich glauben, würden dieses Impfstoff nicht nehmen. Sie sagen, es ist nicht sicher genug und wir nehmen es auf keinen Fall. Viele Ärzte in der UK, ich glaube ein Drittel, sagen, wir nehmen es auf keinen Fall. Also ausgerechnet die Fachkräfte haben große Vorbehalte gegen dieses Impfstoff. Die meisten Leute können sehen, dass wenn es überhaupt eine Schweinegrippe gibt hier, dann ist es in der Tat sehr, sehr mild. Und der Zahl der Erkrankungen wird sowieso nicht mehr von der WHO dokumentiert. WHO hat kurz nachdem es die Pandemie Phase 6 ausgerufen hat, gesagt, dass die Regierung müssen keine Daten mehr über den Verlauf oder Ausdehnung dieser Grippe mehr führen. Nichtsdestotrotz scheint WHO entschlossen zu sein, diese Impfaktion durchzuführen. Das würde besonders deutlich durch einen geheimen Plan der französischen Regierung, die nur vor ein paar Wochen ans Licht gekommen ist. Und nach diesem Plan, das von der Gesundheitsministerin Roselyne Bachelot-Nacquin an die Chef
von Departements in Frankreich geschickt würde, insgeheim. Ausdrücklich würde ihnen gesagt in diesem Pandemieplan, dass sie sollen die Bevölkerung nichts von diesem Plan sagen bis Ende September, nachdem alles sozusagen aufgebaut würde, das gesamte Infrastruktur für eine Impfung der gesamten französischen Bevölkerung. Und dieser Plan sieht vor, dass Aufbau von Impfzentrum und Ärzte und Spitäler würden ausdrücklich ausgeschlossen. So würde auch der Hausarzt ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Impfaktion soll in Impfzentrum durchgeführt werden. Und für diese Impfzentrum sind sozusagen Hochbildungsanstalte und Anstalte und Gebäude als geeignet empfunden. Viele dieser Impfzentren sollen Sicherheit haben, Sicherheitseinrichtungen. Und da drin sollen Pandemie-Teams arbeiten. Und das gesamte Gewicht ist auf Schnelligkeit. Also man kalkuliert, wie viele Leute ein Team von 4 Leuten in 4 Stunden Sessions geimpft werden soll. Und interessanterweise sollen die meisten Leute in die im Zentrum mit Sicherheitseinrichtungen geimpft werden. Und zwar in kürzerer Zeit als in die Impfzentrum ohne Sicherheitseinrichtungen. Also das ist auch eine interessante Sache. Auch in diesem Pandemieplan wird ein Gewicht auf die Überwachung des Impfstoffes gelegt, dass dieser Impfstoff von Polizei und Militär ständig unter Wache gegeben sein soll. Noch ein Punkt ist, dass ein System soll aufgebaut werden, wonach man oder die Regierung oder die Leute, die das alles durchführen, feststellen können, wer genau diesen Impfstoff bekommen hat und wer diesen Impfstoff nicht bekommen hat. Diese Daten werden dann systematisch gesammelt und in Frankreich wird die nationale Gesundheitsdatenbank benutzt als Basis für diese Aktion. Nun, aus vielen Quellen kommen glaubwürdige Berichte, dass Nanochips in dem Impfstoff gegeben werden sollen. Also Baxter in Österreich zum Beispiel, es kommen viele, viele glaubwürdige Berichte, dass da drin Microchips in dem Impfstoff geben werden. Also Sie können vorstellen, auch wenn diese Sie überleben den toxischen Impfstoff und so weiter, sie schaffen es durchzukommen, sie werden wahrscheinlich trotzdem ohne ihr Wissen einen Nanochip oder einen Mikrochip eingepflanzt haben, den sie eigentlich bis Ende ihres Lebens nicht mehr loswerden können. Und die bestimmten Leute, die Weltgesundheitsorganisation und so weiter, ständig Daten liefert über, wo sie sind, was sie machen, ihr Gesundheitszustand und so weiter. Diese Wissen, technische Stand der Nanochips, soweit wie ich weiß, ist ziemlich hoch mittlerweile. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, sie können sogar biologische und chemische Prozesse im Körper auslösen und so weiter. Also sie können zum Grunde genommen auch irgendwie kontrolliert werden oder gar getötet werden. Also was wir sehen hier ist, wenn es die Weltgesundheitsorganisation gelingt, alle Leute diese Impfung aufzuzwingen, ein System, wonach sie alle Menschen, Daten über alle Menschen für das Rest ihres Lebens haben. Also, und ich glaube, das ist auch ein Vorwand für diese Zwangsimpfung, worum sie unbedingt, dass alle Leute aufzwingen wollen. Nun, viele Regierungen bestreiten, dass sie das vorhaben. Sie sagen, das ist freiwillig und so weiter und so weiter. Aber sie haben trotzdem, wie dieser französische Plan zeigt, hinter den Kulissen bauen sie das Infrastruktur für den Zwangsimpfung oder Impfung der gesamten Bevölkerung aus. Und der französische Plan sagt ausdrücklich, das Ziel ist ein 100-prozentiger Zwangsimpfung. Das wird mehrmals in dem Plan ausdrücklich erwähnt. Und nun, um das jetzt die Leute zu bringen, diese Impfung zu akzeptieren, ja, eines Tages vielleicht bekommen sie einen Anruf und sie werden zu einem Impfzentrum bestellt,
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und sie würden nicht gehen jetzt. Sie sagen, nun, was soll das? AIDS ist kein Grund zu gehen und so weiter. Und sie würden die Zeit haben, vielleicht in Muse und zum Anwalt zu gehen oder ihr Kontakt aufzunehmen mit ihr Politiker und verlangen eine Erklärung. Und, aber in ein paar Wochen, Monaten, wenn sie anfangen mit diesem freiwilligen Impfaktion und durch diese Impfaktion eine Pandemie auslösen, weil dieses Impfstoff toxisch ist oder womöglich kontaminiert, wie schon im Februar diese 72 Kilos Impfstoff kontaminiert gewesen ist von dem Vögelgrippevirus, und sie sehen, Leute brechen auf der Straße zusammen, ihr Arbeitskollege werden krank und so weiter, schreckliche Lungenkrankungen und so weiter, und Angst überkommt ihnen. Und sie haben noch Zweifel, aber den Anruf kommt, sie müssen zu diesem Zeitpunkt gehen. Würden sie vielleicht gehen? Oder ihre Nachbarn würden sie vielleicht drängen oder so etwas? Also vieles deutet darauf hin, dass diese Leute werden jetzt versuchen, eine wirkliche Pandemie auszulösen. Und sie werden es machen, indem sie Leute mit kontaminierter Impfstoff jetzt verabreichen unter dem Vorwand, dass sie sich gegen den Schweinegrippe-Virus geschützt sein müssen. Nun, sie sagen, wie ist sowas möglich? Wie kann das nur sein? Was macht unser Bundesministerium für Gesundheit? Was macht unsere Kontrolle für die Sicherheit der Impfstoff? Was macht es in Medien? Wie kann alles fehlschlagen, alle Sicherheit? Und wie können Sie das durchziehen? Und ich glaube, dieses Plan ist über viele, viele Jahre ausgereift und durchgedacht gewesen. Und ich glaube, leider sind viele Leute im Amt gekauft gewesen. Man muss das annehmen, nicht? Denn die Schlüsselpersonen, die eigentlich schützen, das Volk schützen sollen, Warnungen geben sollen, geben keine Warnungen, und sie lassen dieses Zeug durch. Und wenn ich das schon alles in Dokumente lesen kann, dass es nicht erprobt sein wird, dass es im Grunde genommen ungetestet ist, dann können diese Leute das alles lesen, nicht? Und sie können einen Stopp sagen, aber sie sagen keinen Stopp. Und eine wichtige Rolle in dieser traurigen Geschichte spielt, ich befürchte, das Medien. Wie gesagt, ich selber habe erfahren, dass sehr wichtige Informationen gar nicht durch das Medien kommt. Und das unglaublich würdig, wie es klingt, habe ich selber gesehen, wie systematisch die Propaganda-Instrument das Medien funktioniert. Und weil das Medien sozusagen ein Deckmantel über all diese Tatsachen, die eigentlich alles, Sie können nach Hause gehen, im Internet sehen und lesen, es sind alles, was ich sage, ist eine Tatsache. Aber weil das Medien das nicht beleuchtet, sondern viele triviale Alltagsgeschichten, sind die meisten Leute absolut ahnungslos über was hier los ist. Und wenn es so geht, wie diese Leute, ich glaube, das geplant haben, kann man in den nächsten Wochen, Monaten, kann auch in der Schweiz große Veränderungen und Umwälzungen stattfinden. Der Pandemieplan Schweiz sieht vor ein großes Krise, Zusammenbruch der Wirtschaft und so weiter, das soziale Leben. Deswegen sagen sie, sie brauchen diese Krisenstab und die Polizei muss in ihnen gehorchen und so weiter, sodass sie diese Krise meistern können. Aber nach diesen Umwälzungen wird eine neue politische Kraft hier in dem Land hervorgebracht werden. Und es wird in der Tat die Weltgesundheitsorganisation sein, die die Gesundheitswesen, Polizei, Kräfte und so weiter bemächtigt hat. Und die UN natürlich, weil das ist die Tochtergesellschaft. Und das wird gleichzeitig mehr oder weniger parallel in alle Länder so passieren, weil alle Länder verfolgen die gleiche Zeitplan. Die freiwillige Impfung wird Anfang Oktober anfangen. Man vermutet, dass es zu Zwangsimpfungen erst Ende November, Dezember, Januar oder so überwechselt wird, wenn diese Pandemie einmal anläuft und die Leute wirklich Angst bekommen.
Und nach dieser Periode werden dann alle Staaten, mehr oder weniger die Regierungen, aufgelöst werden und sie werden zusammenfallen in eine einzige neue Struktur. Und es wird sich vereinigen unter die Weltgesundheitsorganisation und die UN. Und vielleicht haben Sie gehört von diesen Plänen, eine Weltregierung aufzubauen oder so etwas. Zumindest hat Carl Bildt, ich glaube der schwedische Ex-Premier, gesagt an einem Treffen in der Nähe von Athen im Mai, Bilderberg-Treffen, dass die Weltgesundheitsorganisation soll eine neue globale Gesundheitsbehörde sein. Es sind scheinbar Pläne für eine Schaffung einer Weltregierung da. Und die Pandemie scheint ein Mittel zu diesem Ziel zu sein, so wie das Impfstoff auch ein Instrument ist, das alte Traum einer Weltherrschaft zu erfüllen ist. Und was wir im Grunde genommen hier zu tun haben, wie ich meine, ist ein geheimer biologischer Krieg. Das ist ein undeklarierter biologischer Krieg gegen die Zivilbevölkerung durchgeführt wird, weil es von einer kleinen Gruppe durchgeführt wird gegen eine große Mehrheit von Leuten, Milliarden von Menschen, ist es mit List und mit Täuschung durchgeführt. Also was ist im Grunde genommen als biologische Waffe klassifiziert, ist uns als prophylaktische Mittel verkauft. Und wenn wir das nicht freiwillig nehmen, wenn wir nicht die Hysterie in der Medien glauben, werden wir dann schließlich dazu gezwungen werden, das zu nehmen. So hoffen sie. Und das ist der Grund, warum es ist jetzt so wichtig zu handeln. Es ist nicht genug, leider jetzt diese Informationen einfach in sich aufzunehmen. Es kommt darauf, jetzt die alte Schweizer Tradition, das noch hier aufbewährt ist, noch stark ist, dass der Bürger sagt, ich nehme Einfluss auf das politische Geschehen. Ich frage die Leute in der Macht, ich verlange Antworten und ich verlange das Recht, mitzubestimmen. Ich verlange das Recht, Beweise, unabhängige wissenschaftliche Beweise zu sehen, dass dieser Impfstoff sicher ist, dass es notwendig ist und dass, wenn irgendjemand dadurch Schaden bekommt, dass dieser Mensch einen Ersatz dafür bekommt. Soweit wie ich weiß, haben Sie nicht einmal den Anspruch auf Ersatz, wenn Sie durch diesen Impfstoff geschadet sein wird. Und es kommt auch darauf an, andere Leute zu sagen, was eigentlich die Situation hier in der Schweiz ist und in anderen Ländern, denn es wird nicht durch den Mainstream-Media berichtet, was wirklich los ist. Der Mainstream-Media berichtet mehr oder weniger die Pressemitteilungen von der World Gesundheitsorganisation wortwörtlich und ganz getreu und gibt den Nachdruck auf die Gefährlichkeit dieses Virus, dass es von Schweinen kommt und so weiter und dass dieser Impfstoff schützen sein wird, was es nicht tun wird. Und deswegen möchte ich jetzt dieses Vortrag mit einem Appell an Ihnen schließen, dass Sie wirklich jetzt die Schweizer Tradition der Volkshandeln und Demokratie jetzt im Gang setzen und dass Sie sich informieren, selber alles nachprüfen, sehen, was stimmt, was nicht stimmt, die Tatsachen forschen, Ihre eigene Meinung bilden und dann in diesen politischen Prozess das Recht beanspruchen, mitzureden. Und wenn Sie die Meinung sind, wie ich die Meinung sind, dieser Impfstoff ist nicht nötig, wir können ebenso gut ohne es leben, selbst gibt es eine Pandemie, gibt es genügend andere bewährte, sichere Mittel, damit umzugehen. Es gibt Vitamine D, es gibt kolloidales Silber, das selbst Nasser empfehlen wird, als eine sehr wirksame Art und Weise, jedes Virus zu töten. Es gibt ganz einfache hygienische Maßnahmen, die man nehmen kann, wie das Waschen der Hände und Desinfektion, auch im Büro, in der Schule. Man kann regelmäßig zusehen, dass die Schule desinfiziert sind, was die Tische der Kinder und so weiter, weil viele Kinder werden tagtäglich natürlich viele Virus ausgesetzt. Und man kann selbst, sollte es so ein schlimmer Virus
kommen, durch diese einfache, billige, erprobte Mittel sich schützen. Also es gibt keine Notwendigkeit, dieses gefährliche Experiment zu unterziehen. Und es gibt keine Notwendigkeit, das einen Zwang zu machen. So, das ist mein Vortrag. Und,